Europäer sozusagen aushebeln. Nun hat das amerikanische Prinzip ja auch seine gewisse innere Logik. Wenn in einer Marktwirtschaft ein Unternehmen weiß, wenn ich jetzt etwas auf den Markt bringe, ohne große Prüfung, und es passiert etwas, dann kommen Millionen und Milliarden Klagen zur Schadensersatz. Dann werde ich natürlich vielleicht aus diesem Grund vorsichtig sein, obwohl das keine Vorsorge in dem Sinne der europäischen Gesetzgebung ist. Ja, aber das ist in der Praxis natürlich, stellt sich das ganz anders dar. Nehmen Sie mal Asbest, das hat jahrzehntelang gedauert, bis man eigentlich die tatsächliche Schädlichkeit festgestellt hat. Oder auch bei der Chemikalie DDT. Auch da hat es jahrzehntelang gedauert, bis man zu dem Schluss gekommen ist, das muss verboten werden. Und weil Sie bei diesen Gesundheitsgefährdungen, im Nahrungsmittelbereich haben wir immer dasselbe Problem, dass Sie eigentlich sehr schwer die Ursache-Wirkung nachweisen können. Also ein Beispiel, wir haben ja übrigens anders als die Amerikaner mit zum Teil hohen Dioxinbelastungen der Nahrungsmittel zu leben. Wenn jetzt ein Mensch irgendwann schwer erkrankt, nachdem er jahrelang mit Dioxin kontaminierte Lebensmittel zu sich genommen hat, und das ist auf Dioxin zurückzuführen, was wird sich das in der Praxis aber nicht mehr nachweisen lassen. Deswegen hat sich ja gerade der Vorsorgegedanke etabliert und das ist ein sehr guter Gedanke. Und es ist auch keineswegs so, dass man einfach willkürlich irgendwelche Substanzen verbietet, sondern man macht da schon eine Zweckmittelüberlegung, wenn es zum Beispiel für eine Substanz keinen Ersatz gibt und diese Substanz ist lebenswichtig, ist wichtig, um Leben zu retten, wird man die nicht ohne weiteres verbieten. Aber der Vorsorgeprinzip, das übrigens in Deutschland mit erfunden worden ist, ist so einer der wesentlichen Fortschritte der Zivilisation, auch des Umweltschutzes. Das dürfen wir eigentlich nicht zur Disposition stellen. Und das passiert leider zurzeit bei TTIP. Thilo Bode zu seinem Buch Die Freihandelslüge. Wenn der schlimmste Fall eintreten sollte, dass wir dem TTIP-Abkommen zustimmen, ist es dann anschließend nicht wie im richtigen Leben, dass ich einen Vertrag, den ich geschlossen habe, auch unter Einhaltung der Kündigungsfrist wieder kündigen kann. Falls wir merken, was wir da uns für einen schrecklichen Vertrag ins Haus geholt haben. Oder wäre das so schlimm wie der Austritt eines EU-Mitgliedes aus der Europäischen Gemeinschaft? Also der Vertrag hat natürlich Kündigungsfristen, besteht ja aus mehreren Teilen. Der Teil, der sich mit Investitionen befasst, der hat eine Gültigkeit von 20 Jahren und kann vorher nicht gekündigt werden, weil die Investitionen eben eine lange Lebensdauer haben und bei dem Handel sind es 6 Monate. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass so eine Kündigung auch wieder ein europäisches Votum braucht. Und das heißt, ein Land, was, wenn Deutschland zu der Meinung kommt, da wollen wir nicht mehr mitmachen, dann können wir einfach nicht mehr so schnell raus. Das wird dann ein riesiger Prozess. Normalerweise ist es bei diesen völkerrechtlichen Abkommen so, wenn die dann erstmal aufs Gleis gesetzt sind, dann sind die auch nicht mehr aufzuhalten. Und deswegen müssen wir da von vornherein Kritik üben. Aber ich, bei dieser Gelegenheit will ich nochmal sagen, auch die Beiträge, die jetzt hier und die guten Fragen, die kommen, zeigen doch, wie hochproblematisch es ist, dass diese Verhandlungen im Geheimen geführt werden und dass es nicht transparent wird. Das ist für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen. Wenn wir wirklich eine öffentliche, eine gute Debatte haben wollen über einen Vertrag, der angeblich so wichtig ist, der für die nachfolgenden Generationen entscheidend ist, wie Sigmar Gabriel sagt, dann muss das doch in der Öffentlichkeit geführt werden. Das können doch nicht darauf hinauslaufen, dass wir am Schluss einfach nur noch Ja oder Nein sagen dürfen oder möglicherweise überhaupt nicht Ja oder Nein sagen dürfen. Das geht doch gar nicht. Nun ist ja einer der wichtigsten Knackpunkte der Diskussion die sogenannten Schiedsgerichte. Und da ist natürlich eine ganz wichtige Frage, wenn es solche Schiedsgerichte geben sollte, wer wird dann Schiedsrichter? Und zweite Frage, wir sind ja nicht gerade eine Bananenrepublik hier in Deutschland, wir haben ja eine funktionierende Justiz. Warum brauchen wir überhaupt irgendwelche Schiedsgerichte? Warum reichen unsere wunderbaren deutschen Gerichte nicht mehr aus? Die Schiedsgerichte, das wird ja immer von den Befürwortern von TTIP gesagt, sind auch möglicherweise eine Erfindung, die von Deutschland ausgeht. Wir haben über 100 Freihandelsabkommen mit, insbesondere auch mit Staaten der Dritten Welt und sehr viele, wenn nicht die meisten davon, haben auch diese privaten Schiedsgerichte, die wir ablehnen. Das ist richtig, die wir mittlerweile ablehnen. Das ist richtig, weil wir diese Verträge mit Staaten geschlossen worden sind, die nicht Rechtssysteme haben, die unserem Verständnis von objektivem und funktionierenden Rechtssystem entsprechen. Und
Der Gedanke hinter diesen Schiedsgerichten war, dass man unkonventionell und ohne auf die staatliche Gerichtsbarkeit zurückzugreifen, deutsche Investitionen im Ausland schützen kann. Zwischen den USA und Europa braucht es aber keine Schiedsgerichte, weil wir haben sowohl in den USA als auch in Europa, wenn auch unterschiedlich ausgestaltet, demokratisch legitimierte und funktionierende Rechtssysteme, die so eine Paralleljustiz, die meiner Meinung nach ohnehin gegen die deutsche Verfassung verstößt, haben wir nicht nötig und dürfen auch nicht etabliert werden. Da haben wir auch keine staatlichen Richter, das sind Richter, die zum Teil Anwälte sind, die werden jeweils meistens drei Richter, jeweils einer wird von den Vertragsparteien bestimmt und auf einen muss man sich gemeinsam einigen. Diese Anwälte haben oftmals auch andere Interessen und da geht es dann bei der Verhandlung eben nur um den Eigentumsschutz von Unternehmen, nur um Schadenersatz, aber nicht um andere Aspekte wie das Allgemeinwohl und das macht diese Schiedsgerichte so problematisch. Warum werden wir als Bürger nicht ausreichend darüber informiert, was TTIP für uns genau beinhaltet bzw. bedeutet? Ist es vielleicht bewusst von der Regierung gewollt, dass wir hierüber im Unklaren gehalten werden, um größere Widerstände zu vermeiden? Ich konnte diese Frage, als ich am Beginn des Buches war, überhaupt nicht beantworten. Und ich habe mir immer gesagt, das kann doch nicht sein, dass dahinter ein strategisches Kalkül steckt. Ich komme mittlerweile zu der Einsicht, dass es doch ein strategisches Kalkül sein muss, also Interessen der Unternehmer und der Politik, die Sachen im Geheimen zu verhandeln, dass es nicht zu großen öffentlichen Widerstand gibt, damit man das Ding möglichst rasch durchzieht, ohne unangenehme Diskussion. Das allein ist ja schon undemokratisch, denn dieses Gesetz wird ja alle unsere Lebensmittelbereiche, fast alle betreffen. Insofern gebe ich dem Hörer, der gerade seine Meinung kundgetan hat, recht. Ich glaube, dass es ein Kalkül ist, um Diskussionen zu vermeiden. Aber es ist ja dann schon irgendwo dreist, wenn man Sachen geheim hält und dann Kritikern sagt, ihr wisst ja gar nicht, wovon ihr redet. Was natürlich stimmt. Ja, das stimmt natürlich, aber den Ball gebe ich gerne zurück. Uns wirft man vor, man würde etwas kritisieren, was es noch gar nicht gibt, aber die Befürworter loben in höchsten Tönen, aber auch mit geschönten Zahlen, auch was es noch nicht gibt. Also da sind wir zumindest auf einer gleichen Ebene, aber wir können ja sehr gut anhand der Interessen und anhand der Instrumente, die Gegenstand von TTIP ausmachen, können wir ja sehr gut nachverfolgen, was passieren könnte. Und ich glaube nicht, dass ich in meinem Buch irgendwelche Verschwörungstheorien ausbreite oder Horrorszenarien skizziere. Ich sage nur, was eigentlich passieren könnte, wenn man die Interessen der Industrie und die Interessen mancher politischen Kreise zugrunde legt. Und zusammen mit der Tatsache, dass wir am Schluss, wenn überhaupt, nur noch Ja oder Nein sagen dürfen, macht das Ganze doch Sinn, das auch zu kritisieren. Und das Wenige, was an die Öffentlichkeit gelangt von den Verhandlungen, also zum Beispiel über die Verhandlungen im Chemiebereich, wo diese nötige Regulierung der Stoffe, die den Hormonhaushalt schädigen können, dass die auf die lange Bank geschoben wird, das wissen wir aus den Verhandlungen, dann zeigt es ja, dass Argwohn eigentlich Bürgerpflicht ist. Patrick Schwarz aus Bexbach hat eine Mail geschickt, er zitiert Urban Priol, der von einer bedingungslosen Kapitulation der Politik vor der Industrie gesprochen hat. Würden Sie dem zustimmen? Also ja, vielleicht würde ich die Worte nicht so wählen, aber es sieht eben so aus, dass hier die Politik sich zum Dienstleister der Industrie macht und die Agenda der Industrie vorantreibt, weil es gäbe ja keinen Grund. Ich glaube, wir haben auch Gespräche geführt mit Beamten und Politikern in der Recherche und da kam ja oft raus, dass man einfach gedacht hat, ach, da kann man ganz billig Arbeitsplätze und Wachstum schaffen. Ein Beamter des Kanzleramtes hat mir im Telefongespräch gesagt, was wollen Sie denn? Das ist für uns ein budgetneutrales, heißt kostenloses Konjunkturprogramm. Man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, wie einfach gestrickt die Überlegungen der politischen Repräsentanten sind. Mit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika hat vor über 200 Jahren ein Demokratisierungsprozess begonnen, der Europa in Demokratien verwandelt hat. Die Amerikaner waren bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts die Spitze der demokratischen Entwicklung in der Welt. Was bisher in der Diskussion um die Handelsabkommen hier in Europa noch wenig beachtet wurde, diese Handelsabkommen binden auch die USA und zerstören auch die amerikanische Demokratie.
Wie ist es zu erklären, dass die ehemals treibende Kraft der Demokratie, die USA, mittlerweile zur treibenden Kraft geworden ist, die Demokratie zu zerstören? Stecken dahinter wirklich nur der Kapitalismus oder sind noch vielleicht ganz andere Kräfte im Spiel, wie der militärisch-industrielle Komplex? Was denken eigentlich die amerikanischen Bürger über diese Handelsabkommen und über die Zukunft ihrer amerikanischen Demokratie? Ich würde das jetzt nicht unterschreiben, dass die Amerikaner eine Vorreiterrolle bei der Zerstörung der Demokratie einnehmen. Über die Schwächen der amerikanischen Demokratie wird zu Recht diskutiert. Aber wir müssen ja auch darauf sehen, was hier in Europa und in den nationalen, in den Mitgliedstaaten passiert. Wir haben hier erhebliche Schwächen der Demokratie. Die EU würde, wenn sie selber den Antrag auf Aufnahme in der EU stellen würde, nicht bestehen. Sie würde nicht aufgenommen werden, weil sie selber die Anforderungen einer Demokratie nicht erfüllt. Zum Beispiel hat das Parlament kein Gesetzesinitiativrecht. Auch findet bei uns eine Aushöhlung demokratischer Prozesse statt. Die Parlamente haben immer weniger zu sagen. Und deshalb würde ich sagen, das ist vielleicht eher ein generelles Phänomen. Und wie gesagt, in den USA gibt es ja durchaus auch Kritik und Diskussionen über die Freihandelsabkommen. Gerade hat der amerikanische Kongress dem Präsidenten Barack Obama das in einer ersten Abstimmung das Recht verweigert, bei den Abkommen einfach im Schnellverfahren zu entscheiden und nicht jeden einzelnen Artikel zu diskutieren. Also auch dort gibt es erhebliche Vorbehalte, allerdings oftmals genährt aus besonderer Furcht vor Jobverlusten. Deshalb, ich würde hier nicht ein Urteil fällen wollen, welcher Kontinent hier eine problematische Entwicklung seiner demokratischen Tradition hat. Und es ist ja auch so, dass wir in Europa sehr viel zur Entstehung der Demokratie beigetragen haben. Ein Aspekt, der manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist die Ökonomie. Über die Ökonomie wird einerseits immer geredet, in dem Sinne, dass es heißt, wir müssen hier die Wirtschaft stärken und dann geht es uns allen viel besser. Aber bestimmte volkswirtschaftliche Zusammenhänge werden kaum diskutiert. Ich lese in Ihrem Buch zum Beispiel, dass Josef Stiglitz, immerhin ein renommierter US-Ökonom, gesagt hat, dass die Geschichte zeigt, dass die Liberalisierung des Handels zu größerer ökonomischer Ungleichheit führt. Übrigens hat er auch gesagt, dass es zu weniger Innovation und weniger Wachstum führt und auch vieles, was man in der dritten Welt beobachten kann, was Sie zum Beispiel im Maghreb selbst beobachtet haben, zeigt ja, dass auch ökonomisch diese Geschichte nicht unbedingt sinnvoll sein muss. Ja, das kommt eben darauf an, welches Beispiel man betrachtet. Wenn wir zum Beispiel die Entwicklung der sogenannten asiatischen Tigerstaaten nehmen, also Südkorea und Taiwan, aber auch Staaten wie Malaysia, die eine sehr rapide und starke wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht haben, die haben das schon durch Handelsmaßnahmen auch erreicht, aber durch eben stark regulierten Handel, in dem die Exporte gefördert wurden, aber der Import von Gütern aus den westlichen Industrieländern praktisch ganz stark behindert wurde. Also ich glaube, man kann durchaus sagen, da würde ich mich den Befürwortern von TTIP anschließen, dass hier die Idee des Handels erheblich dazu beigetragen hat, dass auch man Hunger überwunden hat. Auch die Erfolge, wenn man jetzt mal von den wirklich unakzeptablen Zuständen, politischen Zuständen absieht, die Erfolge der Volksrepublik China im Kampf gegen den Hunger sind natürlich eindrucksvoll und sind auch mit durch Marktwirtschaft und Handel entstanden. Deswegen würde ich mit so einem Urteil sehr vorsichtig sein. Aber es ist natürlich so, dass zum Beispiel bei der EU, die ja auch den Freihandel predigt, die selber dann aber doch stark anti-Freihandel agiert, zum Beispiel im Hinblick auf ihre Nachbarn in Nordafrika, dort wird die Entwicklung der Länder eben behindert, weil man wegen der europäischen Landwirtschaftspolitik deren Landwirtschaftsprodukte nicht haben will.